Satte 75 Minuten lang arbeiteten sich der FCK Zeiss und Lok Leipzig relativ ereignislos aneinander ab, ehe Schiedsrichter Henry Müller aus Cottbus mit zwei zwar harten, aber am Ende auch irgendwie vertretbaren Platzverweisen dieses Spitzenspiel vor über 10.000 Fans maßgeblich beeinflusste. Jenas Offensivfacharbeiter Joel Richter und Erik Weinauer sahen in der zweiten Halbzeit jeweils die gelb-rote Karte. Jena also in doppelter Unterzahl und die noch ungeschlagenen Gäste nutzten das brutal aus in der Nachspielzeit. 90. Minute plus 4. Adigo findet Pascal Verkamp, den Ex-Jena. Reddemann lässt die Flanke zu. Siane per Kopf vor Butzen. Liesegang hält noch stark, aber der eingewechselte Luke Elzner staubt ab zum 1:0 für die Gäste. Die Einwechselspieler Elzner und Siane nicht mehr zu verteidigen für tapfere 9 Jena um Kapitän Nils Butzen, der wie alle Zeiss-Kicker mit dem Schiedsrichter haderte. Es ist am Ende natürlich immer müßig, über einen Schiedsrichter zu diskutieren, wenn man so viel liegen lässt, was die Leistung angeht, wie wir heute. Da muss man auch ehrlich sein. Und alles andere, die Schiedsrichterleistung, können wir nicht beeinflussen. Und deswegen bin ich dann Fan davon, dass wir bei uns bleiben. Klar, ich habe mich heute auch aufgeregt, aber das sind Emotionen im Fußball. Gründe, sich aufzuregen, gab es auch schon in der ersten Halbzeit, allerdings eher über die eigene Leistung gegen starke Leipziger. Lokkeeper Naumann überspielt quasi alle Jena. Minji Kang legt ab für Wilton und im Zentrum, da steht Stefan Maderer ganz allein. Glück für Jena, dass der Abschluss zentral bei Liesegang landet. Und es ging so weiter. Theo Okbidi macht sich auf dem Flügel auf den Weg und wieder steht ein Leipziger ganz allein im Strafraum. Pascal Verkamp in seinem alten Stadion knapp am Tor vorbei. Von der besten Offensive der Liga nix bis wenig zu sehen. Erik Weinauer hatte kurz vor seinem Platzverweis in der 78. Minute die beste Jenaer Chance. Seidemann findet Weinauer, der hat mal ein bisschen Platz. Weinauer vorbei an Pichowski, aber eben nicht vorbei an Naumann im Leipziger Kasten. Den Schlusspunkt, den setzte dann allerdings nochmal der Schiedsrichter. Gelb-Rot auch gegen die Bank, auch gegen Jenas Trainer Henning Bürger, der dem FCK Zeiss wie Richter und Weinauer kommendes Wochenende gesperrt fehlen wird.